Hallihallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mein Clean- und Dekorierungsvideo für Weihnachten für euch. Ich habe euch einfach 2 Tage lang mitgenommen, wie ich unsere komplette Bude einmal auf den Kopf gestellt habe, komplett sauber gemacht habe und dann die Herbstdeko weggeräumt habe, plus unsere Weihnachtsdeko endlich hingestellt habe. Ihr wisst, eigentlich bin ich immer ein bisschen früher dran. Dieses Jahr wurde es allerdings ein kleines bisschen später, aber ich dachte mir, dass ich euch diesmal einfach mitnehme und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Also, wie ihr gesehen habt, haben wir erstmal alles vernünftig sauber gemacht. Und dann habe ich erstmal meine komplette Weihnachtsdeko ausgepackt. Alles erstmal auf dem Sofa verteilt, um zu schauen, was habe ich eigentlich alles. Mit was arbeite ich, was könnte ich wo hinstellen. Und das finde ich einfach immer so ein bisschen am übersichtlichsten. Bevor jetzt die Frage kommt, wo unsere ganze Deko her ist, die ist wirklich von den unterschiedlichsten Läden. Sei es Kick, Teddy, Action, Nanunana, Butlers. Wir haben wirklich von gefühlt jedem Laden immer irgendwie irgendwas mitgenommen, wenn wir irgendwo was gesehen haben, was uns gefallen hat. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this. Und passend zur Weihnachtszeit dürfen natürlich auch meine über alles geliebten Scentsy-Lampen nicht fehlen. Die werde ich euch später nochmal ein bisschen genauer zeigen und euch dann auch einfach mal zeigen, für was ich mich diese Weihnachten entschieden habe. Fangen wir mal ganz unspektakulär direkt auch im Wohnzimmer am Esstisch an. Da habe ich erstmal alles sauber gemacht und danach dann einfach angefangen zu dekorieren. Ich hatte keinen genauen Plan. Ich habe einfach das gemacht, wo mir gerade nach war. Einfach das hingestellt, was ich dachte, was schön aussieht. Am Ende hat es mir dann gefallen und dann habe ich es einfach so stehen lassen. Let's go outside. Also wie ihr hier schon seht, meine Deko ist eigentlich immer relativ schlicht. Ja, hat keinen bestimmten Grund. Das geht dann halt bei mir alles eher so in den Tannenbaum. Deswegen halte ich so die Grunddeko immer ein bisschen schlichter. We'll be chilling and having a good, good time. Und hier fangen wir dann auch schon direkt mit meiner ersten Scentsy-Lampe an. Da habe ich mich für einen goldenen Tannenbaum entschieden. Ich finde den einfach so unfassbar schön und dachte mir gerade zu Weihnachten passt er da perfekt hin. Allein schon wegen den Farben, weil bei uns ja eh auf diesem Schrank alles Gold ist. Da war die Lampe einfach so richtig Faust aufs Auge. Und an die, die es nicht wissen, Scentsy-Lampen sind Duftlampen. Also da kommt Wachs rein und das schmilzt dann. Und gleichzeitig sieht es halt noch sehr, sehr schön aus. Ihr könnt mal unten in der Infobox gucken. Da werde ich euch die Lampen mal verlinken, genauso wie meine Homepage. Da könnt ihr dann einfach gerne mal bei Interesse vorbeischauen. Yeah,
am Fernsehen haben wir uns dieses Jahr für etwas anderes mal entschieden. Und zwar, weiß ich nicht, ob ihr es wisst, aber wir hatten normalerweise immer so eine Tannengirlande da unten liegen. Das wollte ich dieses Jahr nicht, sondern ich wollte dieses Jahr einfach ein bisschen Deko hinstellen. Nicht zu viel, aber trotzdem, dass es so ein kleines bisschen weihnachtlicher aussieht. Ja, und dann habe ich erstmal das ganze Sofa komplett wieder freigeräumt, das weggeräumt, was wir nicht mehr brauchten, beziehungsweise es in die anderen Räume gebracht, wo es hin sollte, damit ich mich mal ums Sofa kümmern konnte. Das wollte ich nämlich komplett absaugen und dann auch unsere neuen Kissen mal hinstellen und einfach das Sofa schön machen. Go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. All I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Unsere Kissen sind übrigens von Action, also diese beigefarbenen sind von Ikea, das sind einfach nur Bezüge, und die grünen und das rote Kissen, das ist von Action. Ja, und dann sind wir auch schon direkt ins Büro gewandert und haben uns dort um den Tannenbaum gekümmert, denn wir haben ja immer zwei Tannenbäume. Einmal im Büro und einmal im Wohnzimmer. Den wollte ich dann erstmal komplett abschmücken, weil rot und weiß und so wollte ich nicht im Büro haben. Da habe ich mich dieses Jahr für andere Farben entschieden und deswegen musste das alles erstmal weichen. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mich dieses Jahr im Büro für rosa und Gold entschieden. Gold finde ich ja eh mega schön, das haben wir ja auch schon im Wohnzimmer. Ich dachte mir, einfach so ein bisschen rosa ist mal ein kleines bisschen was anderes. Passt meiner Meinung nach auch ganz gut zu unserer Wandfarbe. Das ist ja so ein, ja, beige mit so einem ganz leichten Touch rosa. Und da dachte ich mir, könnte das mit diesem rosanen und dem goldenen Schmuck sehr, sehr gut aussehen. Und ich finde die Kombi echt mega schön. One day we have our ups and downs.
Und hier seht ihr Duftlampe Nummer 2. Die habe ich erstmal zum Teil aufgebaut, mir dann einen Duft rausgesucht und dann haben wir die erstmal eingesteckt. Da haben wir uns für einen super, super, super süßen Schneemann entschieden. Ich finde ihn wirklich richtig toll und was ich daran auch noch so schön finde, ist, dass er einfach diese Schneeflocken, die er hinten hat, nochmal an die Wand projiziert und ja, ich weiß nicht, mit so einem kitschigen Zeug kriegt man mich halt einfach jedes Mal und ich lieb's einfach. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind schöne Winter-Weihnachtsbilder und dann haben wir erstmal alles auf der Bilderleiste umgestaltet. Genau, einfach die Bilder ausgetauscht. Duftlampe Nummer 3. Da haben wir jetzt hier eine Mini-Duftlampe für die Steckdose und da habe ich mich im Büro einfach für eine ganz schlichte entschieden, einfach weil wir ja schon den Schneemann da haben. Und im Flur ist jetzt unsere Herbsttasse ausgezogen und dafür unsere Lebkuchentasse eingezogen. Ist wie gesagt auch eine Scentsy-Lampe und ich finde die so, so, so mega schön. Und was ich daran noch mega toll finde, ist, dass sie so ein kleines bisschen so Herzen an die Wand macht. Und das gefällt mir richtig gut. Einfach noch ein Stück Wachs rein und dann sah das supi toll aus. So, mittlerweile ist Tag Nummer 2 angebrochen. Ich habe das letzte Mal nicht weitergemacht, da unser Baum nicht stand und wir absolut keine Möglichkeit hatten, unseren Baum aufzustellen, denn es hat was gefehlt und zwar so eine Mutter, die wir da dran machen mussten. Die mussten wir jetzt gestern erstmal besorgen, deswegen konnten wir nicht weitermachen. Ich werde jetzt den Rest auch noch rocken. Wie gesagt, der Baum steht jetzt. Ich werde den jetzt auseinander machen. Dann wird er noch geschmückt werden. Und sonst muss ich hier auf jeden Fall noch aufräumen. Ich muss definitiv saugen, weil hier ist es dezent dreckig, aber sonst, wisst ihr ja, ne, haben wir ja schon den Rest hier dekoriert. Im Büro steht ja auch schon der Baum und es gefällt mir echt sehr gut. Ich bin echt sehr, sehr happy darüber. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es am Ende dann aussieht mit unserem richtigen Tannenbaum. Every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. Haben wir jetzt erstmal angefangen im Wohnzimmer mit dem Tannenbaum. Ja, also den auseinander zu fummeln dauert teilweise wirklich echt super, super lange. Aber dafür sieht er am Ende halt auch richtig toll aus. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne, diesen Baum. Ich finde einfach dieses bisschen Schnee, was da dran ist, macht das alles nochmal so ein kleines bisschen besonderer. Habe ich erstmal gefühlt eine Stunde damit verbracht, diesen Baum auseinander zu fummeln. Und danach nochmal gefühlt 3 Stunden damit verbracht, die Lichterkette auseinander zu friemeln und in den Baum zu hängen. It's cold outside, the tingles in my heart. Breathing air that clears my mind, I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. Reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happier here, my winter wonderland. I'm walking around making small talk with people that pass me by. A Chevrolet offers me joy.
Wir schmücken, wie gesagt, im Wohnzimmer immer mit Rot und Gold. Lasst mich sehr gerne mal in den Kommentaren wissen, mit was ihr eigentlich so euren Baum schmückt. Ob ihr das jedes Jahr unterschiedlich macht oder ob ihr jedes Jahr so die gleichen Farben habt. Also wir haben eigentlich immer die gleichen Farben. Wir nehmen eigentlich immer Rot und Gold. Letztes Jahr hatten wir noch Grün, jetzt haben wir das Grün einfach mal weggelassen. Aber ich finde, das passt einfach am besten in unser Wohnzimmer. It's the time of year, winter wonderland, my winter wonderland. It's the time of year, my winter wonderland, my winter wonderland. I wanna sing about the Christmas on its way, a reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing, it's the time of year again. Jesus Maria, ich würde sagen, ich bin fertig. Er ist so unfassbar schön. Ich liebe diesen Baum einfach. Ich kann mal versuchen. Was ist das denn da unten? Na, das sieht aber nicht schön aus. So, jetzt leuchtet die Ecke da unten auf wenigstens. Bevor ich Fragen bekomme, ich kann euch den Baum mal unten in der Infobox verlinken. Ich hoffe, dass ich ihn noch finde. Wir haben den jetzt dieses Jahr, ich glaube, zum dritten Mal stehen. Ja, der war ein bisschen teurer. Allerdings, wie gesagt, 3 Jahre haben wir jetzt schon was davon. Wir mussten bis jetzt halt nichts Neues kaufen. Der ist einwandfrei, dieser Baum. Dafür zahle ich dann gerne ein bisschen mehr Geld. Einfach, damit er halt ein bisschen länger hält, ne? Ich werde hier oben jetzt noch 2 Kugeln hinmachen, denn das sieht sehr leer aus. Und dann werde ich mir hier das Chaos wegräumen. Hier die ganzen Sachen mal weg. Hier muss noch alles weggeräumt werden. Da muss ich noch einmal durchsaugen, weil hier liegt noch alles. Keeps us warm. We can't spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out. Since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere. Das war's jetzt mit meinem Video. Wie ihr seht, hier hinten strahlt alles. Alles ist super schön beleuchtet und Tim ist gerade eben auch nach Hause gekommen und ihm gefällt es auch sehr, sehr gut, was mich natürlich mega freut. Ich bin jetzt einfach nur unfassbar happy, dass wir jetzt fertig sind mit der Weihnachtsdeko, dass jetzt alles hier wunderschön aussieht. Auch wenn es vielleicht nicht übertrieben krass viel ist, lasst mir sehr gerne mal euer Feedback unten in den Kommentaren da. Würde ich mich wie immer sehr drüber freuen. Und lasst mir natürlich auch sehr gerne mal unten in den Kommentaren da, was ihr so für Videowünsche habt, sei es jetzt dieses Jahr noch oder nächstes Jahr, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann würde ich einfach sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Tschüss!